Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, die Debatte zu dem Tagesordnungspunkt zeigt ja, dass unsere Aktuelle Stunde heute Morgen doch ziemlich aktuell war. Denn es sind Zitate gebracht worden von rechts außen, von links außen, die, finde ich, mit einer ordentlichen Debattenkultur hier in diesem Land nichts zu tun haben. Und deswegen, glaube ich, war die Aussprache heute Morgen auch wichtig. Ich habe nach der Einbringung durch den Kollegen Professor Weber aber doch auch so ein bisschen meine Zweifel an der Sinnhaftigkeit des Antrages. Weil einerseits hat er ja festgestellt, dass sie sowieso Schwierigkeiten haben mit dem Straftatbestand Volksverhetzung, weil oft auch AfD-Politiker da angezeigt werden. Hat er selber ja gesagt, dass der Paragraph ja dem Schutz von Minderheiten dient. Und wenn Sie dann den Begriff Deutschenfeindlichkeit hier bringen, dann suggerieren Sie aus Sicht meiner Fraktion, dass es hier eine flächendeckende Deutschenfeindlichkeit in Deutschland gibt. Also auch wenn Sie das gerne immer herbeischreien und rufen, so weit ist es Gott sei Dank in Deutschland nicht. Und ich denke, so weit wird es auch in Deutschland nicht kommen. Um eins mal klar vorwegzustellen, auch aus Sicht unserer Fraktion sind die Kommentare, ich möchte sie jetzt nicht nochmal wiederholen, die Sie in der Begründung auffallen, völlig inakzeptabel. Die gehen so nicht. Es muss auch geahndet werden. Wir als CDU stehen für einen weltoffenen Patriotismus und dazu gehört auch, dass wir uns ganz klar und deutlich aussprechen gegen die Verunglimpfung unserer nationalen Symbole. Und da haben wir auch eine Reihe von Beispielen. Meistens immer kommt das irgendwie im Zusammenhang komischerweise mit Fußball-Welt- und Europameisterschaften. Da fällt dann schon mal dem einen oder anderen Juso-Landesvorsitzenden die Deutschlandfahne in die Toilette oder die grüne Jugend, die findet nicht das stille Örtchen und muss dann auf die Deutschlandfahne urinieren. Das war jetzt ein bisschen ironisch gemeint. Oder auch der Kollege Bockhahn in Rostock hat ja auch so ein bisschen Probleme damit, wenn Deutschlandfahnen gezeigt werden. Also, wir haben da eine dezidiert andere Meinung. Wir haben kein Problem mit unseren nationalen Symbolen. Und die sind ja auch Gott sei Dank geschützt. Und das haben wir heute hier auch nochmal festgestellt. Dann stellt sie die Frage, und darauf sind die Kollegen ja auch schon eingegangen. Jetzt werden Sie wieder sagen, das ist ja eine Aktion durch alle Landesparlamente, aber es ist natürlich auch ein bisschen einfältig, wenn man immer die gleichen Anträge in jedem Landtag bringt. Stellt sich natürlich die Frage, wo sind Ihre eigenen Akzente jetzt hier im Justizbereich? Wir haben ja nun auch im Rechtsausschuss schon ein paar Monate jetzt hinter uns gebracht, haben ja durchaus auch schon verschiedene Themen gehabt. Letzte Woche erst die Berufsbetreuung, wir werden uns mit anderen Sachfragen noch beschäftigen. Ich glaube, das sind eher die Fragen, die uns auch im Justizbereich hier im Land beschäftigen und nicht unbedingt dieses Thema. Und aus Sicht unserer Fraktion ist das jetzt kein flächendeckendes Problem, sondern wenn, dann tritt es vereinzelt auf. Jedenfalls nicht so, dass man an dem Paragraphen jetzt nachschrauben müsste. Und wie gesagt, die Kollegen sind darauf eingegangen, dass es ja bereits auch heute schon Möglichkeiten gibt, dagegen vorzugehen. Und dann kann auch ich es Ihnen nicht ersparen. Und da finde ich schon ziemlich drollig, wenn ausgerechnet die AfD-Fraktion, ich meine, wenn man AfD und Volksverhetzung googelt, da kommt ja sofort ein ganzer Rattenschwanz, da könnten wir ja den ganzen Abend hier mit Zitaten füllen. Aber ich finde einiges, und das kann man ihnen dann einfach auch nicht ersparen, weil ich finde, auch wenn da Dinge vielleicht sind, wo dann die Anzeige auf Volksverhetzung nicht zum Erfolg geführt hat, finde ich das einfach auch, gerade im Sinne auch einer Debattenkultur, die wir heute Morgen alle gemeinsam eingefordert haben, schon schwierig, wenn dann Jens Meyer, AfD-Mitglied und Richter am Landgericht in Dresden, ich zitiere, davon spricht, derzeit sei die Herstellung von Mischvölkern in Europa einfach nicht zu ertragen. Weiter sprach er mit Blick auf die Aufarbeitung der NS-Zeit von einem Schuldkult und erklärte diese für endgültig beendet. Oder der Kollege Poggenburg spricht von linksextremen Lumpen und fügt hinzu, ich zitiere wieder, statt eines Studienplatzes sollten die Studenten lieber praktische Arbeit zugeführt werden und sagt im Landtag, ich zitiere wieder, helfen Sie dabei, die Wucherung am deutschen Volkskörper endgültig loszuwerden. Also meine sehr verehrten Damen und Herren von der AfD, diese Sprüche und dieses Vokabular, das haben wir in diesem Landtag 10 Jahre ertragen müssen. Und ich habe eigentlich gedacht, dass wir jetzt weiter sind und dass sowas jetzt hochgejubelt wird. Herr Poggenburg, Herr Höcke stehen in einer Reihe. Und da würde es mich dann schon mal interessieren. Und werter Herr Holm, ich finde, da müssen Sie sich dann auch mal positionieren. Da kann es dann nicht sein, dass Sie Ihre zweite Reihe hier reden lassen, sondern ich finde, da müssen Sie sich auch mal ganz klar und deutlich positionieren an der Stelle als Fraktions- und Landesvorsitzender und sich klar und deutlich auch distanzieren. Und von daher ist das, glaube ich, heute hier nicht der richtige Ansatz.
Und von daher wird unsere Fraktion diesen Antrag heute ablehnen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.